einer der Gelegenheitsfahrer in Sachen Bergrennsport. Genauso wie der Fabian Schmitz, der sich ansonsten auch im Slalom bewegt, aber immer wieder hier in Bundesländern ist natürlich nicht stoppen. Ja, dann Didier Bremer, der Belgier. Wertung. Und in der KW-Bergkammer der jüngste Wertung. Ja, einen neuen Motor bekommen du denn mit deinen 18 Liter. 6 Liter. Der Mann, der seine Motorsportkarriere einst auf dem Motorrad begonnen hat, in der legendären Triple of Twins. Die Schulden, 1 Minute 15, 1:13:22 VW Golf, 1:17:18 Thomas Krüger, dann Didier Bremer, 7:10 mit Kurven, mit Kehren. Ja, tolle Zeit für Armin Ebelhöhe mit 1:09:43 im zweiten Platz in der Gesamtwertung und das hat ihn dazu gebracht, dieses Jahr eine möglichst tolle komplette Saison zu fahren. Alexander Flyer, 1:11:29, das ist ein Ex-Auto von Martin Bürki. 1:25:45, naja, wieder angesprochen, Martin Bürki hat ja als er am Start einmal die Kanonbälle umgekehrt und Lektor schlug und kurz nachdem seinem Sitz freundlich Hallo sagte. Und erledigt werden konnte. Ralf Paul 318 zunächst. Und das ist das Auto, das diese Saison schon zweimal die Klasse gewinnen konnte beim Auftrag. Und so ist es genauso gut. 7-1-0-7-E1 Auto. Ja, und es wird spannend jetzt für die Spitze. Werner Weißenlich, dann haben wir Björn Mühle oben im Ziel erwartet. Der Mann, der auf der zweiten Position liegt. Ja, das wird nicht das sein. Werner Weiß, 1:12:37. Ja, und Kampfansage von Björn Mühle an den Rest der Konkurrenz. Und dann 1:12:05. Damit eben würde er, ja, nach dem ersten Moment auch nicht so wirklich zufrieden schien. Franz Weißdorn, ja, er macht die 7. Position, damit eben für die 7. Position. Jetzt auf Daumen aufpacken. Und oben angekommen, das ist Arno Bielen. Mit 1:10:67 hat er die Strecke gemeistert. Fand hier noch einmal fast 1,2 Sekunden. Und drückt es aber auch, dann kann er mit 1:10:68 und Karl-Heinz Schlacht bekommt im Leben hier in der Startphase zu sehen, miterleben zu dürfen. Das ist ja eines der stärksten Autos, die wir im Tourenwagenbereich, im Tourenwagensektor momentan haben. Chris Steiner auf der Unterstart, da hat er die Power voll ausgespielt, die Lenker auch nochmal getanet und ganz nach oben gemacht. Jetzt also eingebogen auf das Geschlängel.